Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir schon gehört haben, ist die großartige Präsenz historischen Kulturguts aus Kamerun in deutschen Museen sehr problematisch. Was aber denken die Herkunftsgemeinschaften in Kamerun über diese Präsenz ihrer Kulturerbe in deutschen Museen? Antworten auf diese Frage habe ich im Rahmen unseres Forschungsprojekts in Kamerun bzw. in verschiedenen Regionen wie bei den Farmbezi, Sawa, im Grasland und auch in Nordkamerun gesucht, wo ich mit unterschiedlichen traditionellen Königen, Patriarchen, Würdenträgern, traditionellen Ritualisten und auch Priestern Gespräche über diese Kulturgüter führte, wie sie hier auf den Bild sehen können. Als Ausgangspunkt der Gespräche diente die Feststellung, dass die Gegenstände seit mehr als einem Jahrhundert nicht mehr in Kamerun vorhanden sind und dass die Wiederherstellung einer Erinnerung an sie keine Selbstverständlichkeit ist. Als Folgen der Translokation im kulturellen Leben der Herkunftsgemeinschaften stehen die Konzepte der Abwesenheit und Erinnerungsverlust im Zentrum. Bei den Herkunftsgemeinschaften hinterlässt die Abwesenheit alter Kulturgüter vor allem das Gefühl, dass eine enge Beziehung zwischen der Vergangenheit und dem kulturellen Leben der heutigen Generationen besteht. Bei einigen bleiben die alten Kulturgüter Erinnerungsstücke, die eine Zeit markieren, die sie nicht miterlebt haben und bei denen eine generationenübergreifende Verbindung unterbrochen wurde. Andererseits steht die Verdrängung kultureller Praktiken. Viele Leute in Kamerun sind Christen geworden. Deswegen werden die rituellen Gegenstände in den kolonialen Leben von manchen als Fetische betrachtet und sind in den Augen derjenigen, die Christ sind, der Spiegel einer Vergangenheit, die von Magie und Hexerei bestimmt wird. Der König, ein Gumba-König, Shun Kwang, während der Gespräche in seinem Haus in der Stadt Big Bali Lolodorf, hier in der Karte, antwortete noch auf die Frage, ob eine Bieri-Figur in der Gemeinschaft verwendet werde. Ich zitiere: Ich habe dir gesagt, dass ich jetzt Christ bin. Ich kann es nicht mehr klar erklären. Unsere Eltern haben sie für fetische und traditionelle Dienste im Dorf bemüht. Heute bin ich Christ und habe alle diese Dinge schon lange vergessen. Für die Bezeichnung von Objekten benutzen viele Gesprächspartner in Kamerun Begriffe wie Fetisch, Idol, Gott, Götze, Zauber, Zauberfigur, Zauberei. Alle diese Begriffe, die auf Fetischismus verweisen und die wir auch in deutschen ethnologischen Museen finden. Professor Guafo hat übrigens ein Kapitel mit dem Titel Plädoyer für eine dekoloniale Sprache in Museen zu diesem Thema geschrieben. Allerdings hat der Kolonialkontext nicht immer eine sichtbare Abwesenheit hinterlassen, weil bei einigen lokalen Gruppen seit der Kolonialzeit eine systematische Resilienz zu beobachten ist. In Kamerun gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie die erinnerungspolitische Arbeit von Mitgliedern der Mabea im Süden Kameruns. Sie haben zudem die King Maese Foundation gegründet, in der Kräfte und Wissen gebündelt werden, um die Mabea-Kultur durch die Wiederherstellung der Erinnerung, Rückgabeforderungen, kulturelle Aufwertungen und auch Einführung in der Spiritualität und Tradition zu fördern. Ein weiteres Beispiel von Resilienz ist die Abbewahrung kultureller Gegenstände in Kamerun. Im Rahmen meiner Recherchen könnte ich feststellen, dass bei einer Gruppe von Wute in Zentralkamerun hier auf in der Karte noch heute Exemplare von bis zu 100 Jahren alten
Kriegsfahrzeugen abbewahrt werden. Abschließend kann ich sagen, dass die Abwesenheit der Kulturgüter in Kamerun und ihre Präsenz in deutschen öffentlichen Museen den Impuls setzen, diese abwesende Präsenz weiter zu hinterfragen. Deswegen stellen die Gesprächspartner am Ende der Gespräche immer die Frage der Restitution. Die Frage der Restitution ist in diesem Buch von meinem Kollegen Foga MC Cornelius und dem Prinz Kumandumbe III, der Dritte, bitte, thematisiert. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Frage kommt immer wieder. Wie hat alles angefangen? Der Ursprung des Erinnerungsverlusts und der Abwesenheit findet man in der Geschichte der kolonialen Gewalt.